Von wegen Rotation, Niko Kovac bot im Champions League-Spiel des FC Bayern bei AEK in Athen nahezu die gleiche Startformation auf wie am vergangenen Bundesliga-Wochenende. Einzig Rafinha ersetzte den angeschlagenen David Alaba. Nach dem 3:1 Auswärtssieg beim VfL Wolfsburg hatte der Münchner Trainer auch wenig Grund, große Änderungen vorzunehmen. Für Thomas Müller und Renato Sanches bedeutete das, dass sie wieder auf der Bank Platz nehmen mussten. Auch Jerome Boateng durfte nicht von Beginn an spielen. Der verletzte Frank Ribéry stand nicht mal im Kader. Stattdessen spielte Serge Gnabry vorne links. In der ersten Hälfte war der 23-Jährige der auffälligste Münchner. Gnabry bot sich immer wieder an, kam auch mehrfach zur Grundlinie durch, fand dann aber keine Abnehmer für seine Hereingaben. Ansonsten sah man in den ersten 45 Minuten vor allem Lemmetier-Ende Bayern. Arjen Robben kam vor der Pause kein einziges Mal zum Abschluss. Insgesamt erspielte sich der große Favorit keine echte Torchance. Für die wenigen Highlights mussten die Verteidiger sorgen, wie hier Rafinha, der mit einem Fallrückzieher von Michalis Barkakis klärt. Viel Arbeit hatte die Bayern-Defensive aber nicht. Dafür war AEK offensiv zu schwach. Auf dem Rasen passierte zunächst wenig. Auf der Tribüne in der Pause dafür umso mehr. Die AEK-Fans hüllten das gesamte Stadion mit ihren Feuerwerken in dichten Dunst. Mit Wiederanpfiff hatten sich die Rauchschwaden zwar noch nicht ganz verzogen, es konnte aber trotzdem ohne Verzögerung weitergehen. Die ersten guten Aktionen der zweiten Hälfte gehörten den Gastgebern. Viktor Klonaridis probierte es aus Spitzenwinkel artistisch mit einem Pfeilrückzieher, brachte den Ball aber nicht aufs Tor. Auf der anderen Seite machte es Javi Martinez in der 61. Minute besser. Nachdem AEK den Ball nach einer Ecke nicht klären konnte, legte sich der Spanier im Strafraum quer in die Luft und traf per Seitfallzieher. Bis dahin hatte Martinez eine schwache Leistung gezeigt und sich viele leichte Abspielfehler geleistet. Nur zwei Minuten nach dem Führungstor von Martinez war die Partie entschieden. Gnabry schickte auf links Rafinha in den Strafraum. Der legte von der Grundlinie quer auf den mitgelaufenen Robert Lewandowski, der aus kurzer Distanz zum 2:0 einschob. 63. Minute. Ein weiterer Treffer blieb Lewandowski kurz darauf verwehrt. Nach einer Flanke von Joshua Kimmich brachte der Pole den Ball nur auf, aber nicht über die Linie. AEK-Torwart Vasilis Barkas rettete in höchster Not. Danach passierte nicht mehr viel. Zwei starke Minuten reichten den Münchnern zum Auswärtssieg, mit dem sie vorerst die Tabellenführung in Champions League Gruppe E übernehmen.